leider die vorerst letzte Runde hier unseres kleinen Steam-Wunschkonzerts. Wir haben ja ein letztes Spiel, Oddworld, das Remake von Lorne Landing und den Oddworld Inhabitants, wo es auch, Achtung, ihr merkt schon, ich will heute die Welt verändern, wo es so ein bisschen auch darum geht, sich um den Konsum von Tieren Gedanken zu machen und die Massentierhaltung. Also es geht wirklich um all das. Es geht um Ökologie, es geht um Leben mit der Umwelt und warum der Mensch das einfach nicht kann und das alles natürlich in Parabeln, Fabeln. Also auf jeden Fall in Metaphern an euch herangetragen von Lorne Landing, der wirklich zu seiner Zeit ein echter Öko-Rambo war, so ein bisschen Öko-Fanboy, ohne das schlecht zu reden, weil das ist ja eigentlich eine gute Einstellung. Nur ich weiß noch, wie ich bei Lorne Landing war, bei einem, es ging glaube ich um Munch's Odyssey, also das damalige neueste, der damalige neueste Teil, oder ging es um Stranger Threads. Es war auf jeden Fall so diese Xbox-Ära. Und dann hat er da einfach anderthalb Stunden lang, ohne über das Spiel zu reden, die ganze Zeit von seiner Welt geredet und wie diese Welt die echte Welt repräsentiert. Und dann hat er angefangen zu erzählen, wie viel Massentierhaltung, was das alles bewirkt, wie viel Tiere irgendwie bei uns täglich gefressen werden und wie viel weggeworfen wird. Und das war super interessant. Das hatte nur absolut nichts damit zu tun, worum es im Spiel ging. Und das hat aber nur gezeigt, dass Lorne Landing in dem Fall ein Mittel gefunden hatte, um so seine Ansichten ganz deutlich über die Spiele zu vermitteln. Und er hat dabei noch eine echt geile Reihe geschaffen, die für sich steht, die es so auch nicht nochmal gibt und die in Tradition von den ganzen geilen alten 2D-Jump'n'Runs mit knackigem Schwierigkeitsgrad stehen. Hier hat es allerdings sogar noch ein paar Rätselelemente, denn es gibt Gamespeak, das heißt, man kann im Spiel mit anderen reden. Das äußert sich durch komische Laute, die so ein bisschen Teletubby-artig sind, oder durch Pupsen. Aber es bewirkt auch was. Das finde ich das Gute daran. Und das Spiel hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich es nie durchgespielt habe. Ich werde es auch dieses Mal nicht schaffen und durchspielen. Aber das Remake gucke ich mir doch zumindest gerne mal an. Ihr seht schon hier so eine Mischung aus HD-Hintergrundauflösung und das müssten Polygone sein. Ja, also eine Echtzeit-Charakterfigur. Kurz nochmal gucken, ob ich die Einstellungen. Es gab nämlich, ich glaube, es gab Deutsch auch. Kann man hier aber nicht einstellen. Steht aber schon auf Deutsch. Ich überlege, ob ich Untertitel. Na gut, lassen wir mal. Bevor jetzt auf Englisch geredet wird. Aber ich glaube, die haben ihre eigene Sprache. Ich bin gerade ein bisschen unsicher, wie die da reden im Spiel. Oh, Moment. Bevor wir vielleicht, weil wir haben ja eben noch nur noch 45 Minuten. Vielleicht noch mal kurz gucken, gibt es hier irgendwas, was man euch vorher zeigen kann. Haben wir alles noch nicht freigeschaltet. Okay, na gut. Dann gucken wir es uns jetzt einfach im Spiel an. Viel Spaß mit Oddworld. Kostet... Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, es ist auch im 15-20-Euro-Rahmen. Meiner Ansicht nach, das Spiel also ist es wert. Es ist ein bisschen knifflig. Es gefällt nicht jedem. Und es ist, ich mache leicht. Und es ist super für Frauen, Leute. Ich sag's euch. Es ist das Frauenspiel. Frauen lieben es. Wenn der kleine Ape pupst, dann lachen die und kickeln und sagen, hihihi, das ist aber ein lustiges Spiel. Komm, lass uns poppen. Und so läuft das. Ja. Hat die Regie, wird selbst die Regie gleich ein bisschen rollig. Hä? So. Hier unten links seht ihr, was man alles sagen kann. Hallo, warte, alle miteinander, folge mir. Der war digital, der war nie echt. Sowas könnt ihr gar nicht. Und hier seht ihr nochmal die Bedienung. Brauchen wir aber nicht. Ich habe sie eh schon wieder vergessen. Jetzt gibt's ein Intro, viel Spaß, richtig geil gemacht. War damals echt fett und jetzt nochmal in geilem HD. Das ist doch was. Moment, es ruckelt, da muss ich vielleicht den Stecker schnell reinstecken. They say it's the biggest meat processing plant on Oddworld. I used to work here. Well, I was really a slave. Like all the others. That's me. My name is Abe. I was Employee of the Year. Now I'm dead meat. I crossed the meanest boss in the world. Mullet the Gluckin.
My whole life changed in just one day. I was working late one night at Rupture Farms. We used to make beach munchies. Until the beaches were through. We still made Paramite pies. And we made some good scram cakes, too. I thought I had a good job, but that was before I knew how we'd make new and tasty. I was still to find. The truth, it turned out. Now that would blow my mind. The Gluckens were scared because prophets were grim. Paramites and scrabs had been turning up thin. And you can see things are going down. What? My God, Mullet, what are you gonna do about it, huh? Watch. But Mullet was cool. Show him. All right, boss. He had a plan. How? This new kind of meat? It was us! We got a lot of new luck. We'll chop them up! I just had to escape. I just had to be free. I didn't even know I had a destiny. So, get me out of here! Da bin ich. Ich sag's gleich mal, da ist ein bisschen Tearing. Wir haben schon davon gehört, wir haben es auch schon versucht irgendwie zu ändern in der Regie. Ich guck noch mal, ob ich hier die Grafiken umstellen kann. Irgendwas, was ich V-Sync, soll ich das vielleicht anmachen? Regie? Ja? Gut, versuchen wir das mal. Sieht auch irgendwie jetzt gleich schon besser aus. Was? Moment mal hier, da muss man doch alles nach oben stellen. Genau. Full Power, Alter. Jetzt fliegt mir gleich der Schritt weg. Okay, das ist das Spiel. Danke, danke, habe ich mir verdient. Und ich finde, es ist eines der seltenen, richtig gut remasterten Spiele alter Zeit. Weil es sah damals nicht so geil aus. Diese ganzen Linseneffekte, das ganze 3D, es ist einfach wirklich gut neu gemacht worden. Hört ihr das mal an? Resident Evil HD und Grim Fandango und wie sie alle heißen. Warum kann ich da jetzt nicht rein? Ich muss gerade mal den Button noch finden. Ah, okay, X. So muss ein Remake aussehen, im Ernst. Also nicht das, was ihr da teilweise abliefert. Das geht gar nicht. Ha, merken Sie sich bitte schnell die Map. Okay, haben Sie gemerkt, oder? Gut. Ah! Das passiert übrigens noch 100.000 Mal, dass man irgendwo stirbt. Okay, springen ist A, oder? Ja, gut. Okay. Moment, was gedrückt? Ah, schleichen. Scheiße, wie ist denn... Ach, da, L1 ist es. Ja, aber der... Ach, da schläft er wieder.
Gollum. Gollum. Ah, ah, das ist nicht gut. Ja. Kann ich den nicht? Moment. Das tut mir jetzt echt leid. Also, das habe ich jetzt nicht gewusst. Das war einer von meinen Buddies, die kann ich eigentlich damit rufen und zu mir rufen und eben auch retten. Aber in dem Fall hat es nicht geklappt. Kann ich noch unten gucken? Nee, kann ich nicht, gell? Oh. Dachte, ich kann noch mal gucken, ob er... Ich such den Pups gerade. Ach du Scheiße, ich habe so keine Ahnung mehr, was das war. Man kann irgendwas... Irgendwas kann man damit machen. Haben die sogar... Hat es gerade gekackt? Na gut. Ach Scheiße! Ach ja genau, mit den Vögeln kann ich irgendein Portal öffnen, wo meine Buddies dann abhauen können über das Portal. So habe ich das verstanden. Okay. Muss ich das leider nochmal machen? Na, Vitrian? Wie gefällt dir das? Ja, hast du das damals gespielt auf PlayStation? Nee, gell? Ja, das war ziemlich bekannt zur PlayStation-Ära. Gab auch echt viele Spiele dazu. Aber die 2D sind auf die erfolgreichsten. Also, das waren immer so kleine Plattform-Rätselspiele, wo man sich wirklich Rätsel für Rätsel für Rätsel, Tod für Tod für Tod für Tod irgendwie vorgekämpft hat. Diesmal werde ich das nicht machen. Ah, siehste? Jetzt kann nämlich hier, wenn ich den Hebel benutze, passiert nichts mehr. Aber der Hebel hat auch irgendwie nicht keine wirkliche... Kann ich da runter? Nee. Wie kann ich denn jetzt nochmal dir so ein Portal öffnen? Was ist denn das? Was lasse ich denn da einfach fallen? Ich mag den visuell. Ah! Ich mag es, wie es aussieht. Er schleicht. Ah, ich kann leider... Ja, die Animationen sind super, oder? Der hat so ein bisschen Otto Walkes Gang, siehst du? Das könnte auch ein sehr lustiger Tanz sein. Ja, ich finde... Moment. Ich schleiche hin und drücke X, ja? Okay. Die Bösen sind ja auch so schön böse, weil sie so richtig eindeutig böse Menschen. Oder Aliens in dem Fall. Ach, jetzt habe ich es verkackt. Da waren die Vögel. Ich muss gerade noch mal gucken, ob ich hier auch zurück kann. Oh, super. Achtung! Hallo, mach das nicht. Okay, Moment. Ah, siehst du? So. Da ist der nämlich weg. Und ich habe einen gerettet. Ich muss natürlich meine ganze Rasse retten. Ups, 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 ups. So. Hey, Tom. Hello. Follow me. Okay. Tja, dich auch. Nicht? Wo ist er denn? Follow me. Everybody, stop. Nee, er kommt nicht mehr. Na gut. Warum machen die nichts? Cool. Ja. Die sind halt auch so herrlich doof. Das ist super. Das gefällt mir. Das ist ein ganz tolles Spiel, wirklich, ja. Das gefällt mir irgendwie. Ich gucke einfach mal ein bisschen. Ja, schau du zu. Schau du einfach zu. Hier sehen wir jetzt wieder die Karten, auch wenn ich sagen muss, so richtig habe ich es auch noch nicht ganz verstanden. Ups. Ah, okay, ich sehe schon. Ah,
das hast du verdient, du Drecksack. Follow me. Hey there. Hello. Hello. Follow me. Okay. Hello. Follow me. Es ist so einfach, Feinde zu finden. Es ist so einfach, ja, die sind so. Deswegen werden die wahrscheinlich auch so ausgenutzt, weil die einfach zu nett sind. Die sind einfach zu vertrauensselig. Oh, oh, oh. Ich hab doch gesagt, warten. Also, beziehungsweise, ich... Naja, sie sind aber, sie nehmen es sehr genau. Also, ich dachte nicht, dass das jetzt passiert. Ich dachte, sie bleiben davor stehen. Sie sind schon ein bisschen doof auch, ja. Oh, jetzt pennt er hier original. Ich find's auch geil. Ha, ha! Wie sie so eine Mutation sind. Siehst du aus so Roboterbeinen und oben drum, als ob die nur so eine Hälfte sind. Ja, fies. Finde ich ganz geil. Fies. Und man weiß nicht, ob so Tentakel sind oder so Greifer, ne? Vorne. Na, komm. Gut. Komm da auch noch. Ja. Hi, hi. Hi, Gunnar. Vollidiot. Hätte ich die beiden jetzt nicht gebrutzelt, dann könnte ich die hier retten. Ich glaube, ein Großteil des Erfolgs war auch, dass viele versucht haben, alle zu retten. Was unglaublich schwer war. Einfach weil das auch so schnell passiert und es wird ja auch nicht leichter, ja. Ein bisschen Lemminge-Prinzip, oder? Ja, so ein bisschen das Lemmings-Prinzip. Nur, dass die halt wirklich nicht viel können, außer dir folgen. Also, die sind echt sehr doof. Ah! Das sieht alles super aus. Siehst du das? Ja. Diese Silhouette da hinten auch. Okay. Oh, das war knapp. Oh shit, das ist auch nicht gut. Wo muss ich da? Kann ich da. Hinter. Die Dampfventile Slicks hören, wenn du dich bewegst, selbst wenn du dich versteckst, sei leise. Oh. Ach komm, oder? Naja. Mann! Was mache ich denn mit denen? Nur leise sein, ist das schon die Antwort? Na gut. Alter. Wie schleiche mit... Ja, hinter die Dampfventile. Der hat mich doch eben auch gesehen. Wenn ich den jetzt dazu bringen würde, diesen Hebel zu ziehen. Da ist er. Macht er das? Nee. Ich kann nur winken. Nee. Siehst du? Vorsicht. Ach Mann! Was genau habe ich denn falsch gemacht? Muss man vielleicht im Nebel bleiben. Na gut, ich lasse den Typen hier auf jeden Fall erstmal da. Verdammt, ich muss echt mal mehr schleichen. Kann ich hier hoch? Nee, auch nicht. Schleiche hinter die Dampfventile, Slicks hören, wenn du dich bewegst, selbst wenn du dich versteckst. Na gut, leise sein. Aber wo sind... Aber damit kriegen wir ihn ja nicht tot, oder? Ich habe das Gefühl, der kommt doch da jetzt gleich. Vielleicht läuft er einfach an dir durch den Nebel. Sollen wir das probieren? Genau, bleib einfach stehen. Okay. Krass. Okay, super. Und wieder im Nebel bleiben. Oh, bleib stehen! Psst, psst, psst. Nein. Ja? da war doch was. Doch nix. Vollidiot. Ja, cool.
Komm jetzt. Lauf da runter. Und tschüss. Nein, Scheiße. Zu früh. Okay, ist alles gut. Jetzt. Der Vollidiot. Der war auch nicht gerade der, ne? Geil. Ups. Ja, okay. Sie sagen auch kurz alle unterschiedliches da, Zeug, kurz ne? Noch da. Ja. Also, naja, sie sagen nicht so viel, aber es ist schon sehr personalisiertes Gebrabbel, finde ich. Ist ganz geil. Okay, das ist fies. Oh, das ist fies. Oh, ist das fies. Eine Bombe oder was? Oh Gott. Achtung. Das ist fies. Follow me. Follow me. Okay. Komm, du auch? Hi, follow me. Hi. Hello. Warum nimmt er den nicht mit? Hey there. Hello. Follow me. Okay. Und im Hintergrund... Was ist denn hier genau? Was ist denn da in den Käfigen? Ja, das gewesen? Ist so Massentierhaltung. Wir sind eigentlich Sklaven. Ja, und wir haben aber gemerkt, dass echt, wir das jetzt gerade quasi die nächste... Wir sind die, die als nächstes verfüttert werden, die sozusagen zum nächsten neuen Snack werden. Nee, das ist... Das und vorher fanden wir es aber selbst geil, weil wir die ganzen Tiere halt ganz gern... Ups, alle ganz gern gegessen haben. Siehst du, wie sie direkt wieder anfangen, weil sie nämlich die geborenen Sklaven sind. Hm. Fangen sie direkt wieder an. Entschuldigung. So ein... Ja, das ist ganz schön traurig, ne? Ja, aber ich finde das auch eine... Wäre nicht nötig gewesen, so eine Message dahinter. Aber mir gefällt's. Also ich find's gut. Ach. Ich renne nach rechts und A. Ich dachte... Ach, da steht ja, Moment. Drücke irgendwas. Kurz mal gucken. Hier, so, das... Na gut. Ah, damit wird das Gerät unten auf. Damit fängt das Gerät an. Ich glaube, ich habe da rechts was gehört. Rechts. Ja, ja. Ups. Das ist noch ein bisschen näher rechts, glaube ich. Scheiße, das hat nicht hingehauen. Nein! Scheiße! Aber er schöpft zum Glück keinen Verdacht. Eine ganz normale Maschinenfehlstörung. Ja! Mann! Kann der denn da durchballern? Ja, kann er. Oh Mann. Unsere zwei Kumpels? Können wir die noch holen? Die hätten wir vorher befreien müssen, ne? Ich habe offen gesagt keine genaue Ahnung, wie man die Kumpels hier... Die sind jetzt runtergefallen, ja. Irgendwie kann man die auch befreien. Komm jetzt. Alles gut. Sie können passieren. Oh Mann, das ist aber auch ein Timing-Mist, ey. Siehst du das? Das geht gar nicht. Vielleicht geht es wirklich nicht. Jetzt! Oh. Das war doch wirklich um Haaresbreite. Versuch's nochmal. Endlich. Ha, ist er lachend in eine Kreissäge gerannt. Taps, 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 taps. Was ist denn das? Boah. Oh, gleich mit reingefallen. Das ist mal eine Fleischoptik, ne? Oh shit, jetzt bin ich gleich nochmal hier. Naja, gut. Jetzt wissen wir, wie es geht. Oh. Gut.
Oh, geil. Schön, ne? Hat so eine gewisse. So eine gewisse Stille. So werden sie einfach nicht mehr gemacht. So. Wie jetzt? Da fahren wir wieder weiter. Wir haben auch leider nicht mehr so viel Zeit. Eine Viertelstunde haben wir noch. Das reicht vielleicht gerade so, um den Level hier noch irgendwie zu beenden. Oh, da ist nichts. Siehst du ja, das sind die leckeren. Die sehen auch so lecker aus. Ich würde die auch gerne essen. Shit. Shit, 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 shit. Kann ich hier? Ah, oh, shit, 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 shit. Roll! Oh, das war klar. Schilder machen Leute? Vielleicht muss ich hier ein Schild austauschen. Was steht da? Modukas, die Forschungs- und Entwicklungsabteilung betreten, werden zunächst erschossen und danach verurteilt. Was ist das für ein Viech? Das ist eine Mischung aus menschlichem Torso und Krabbe und Delfin. Wie eine fleischfressende Pflanze mit. Das ist komisch, ne? Die Mitnahme, das ist wichtig für dich, die Mitnahme von Fleisch in der Unterhose ist strengstens untersagt, Ian. Das gilt auch für uns übrigens. Scrap Cakes, okay. Also das sieht mich ja schon. Und das, was ist das da rechts? Paramite Pies. Paramite, aber das sind doch die Wächter. Guck mal, die haben doch diesen Tentakelkopf, weißt du, und diese zwei Stelzenfüßchen. Ja. Ja, ne? Ja, jetzt wo du es sagst. Ich glaube, dass und da hinten in den Käfigen, dass denen die Beine amputiert wurden oder so. Das sind die so Scraps. Dafür. Guck mal, da hinten sind die Scrap-Dinger. Oh, da sieht man sie da auch, sieht ja. Man sie, ja. Ja. Ja, man weiß es nicht. Tiere helfen anderen Tieren bei der Versklavung. Da ist das, da ist das Ding. Soweit ist es gekommen. Das ist das Ding. Das ist wie eine Spinne. Hast du gesehen? Aber eine echt? Granate? Wo ist denn hier eine Granate? Aber es hat echt so eine chillige Atmosphäre, ne? Ist einfach total nett zum Ach, Angucken. Es gibt auch so viele Details im Bild, gell? Ja, es ist wirklich richtig schön gemacht worden. Okay, jetzt habe ich glaube ich hier diese Boom-Granaten, okay. Ich habe schon gemacht, okay. Das sah natürlich nicht so geil und detailliert stimmungsvoll aus damals, aber es war schon derselbe. Sollte genauso aussehen. Hätten sie es damals schon hingekriegt, hätten sie es wahrscheinlich auch so gemacht. Ach, Checkpoint, okay. Die Minen. Ah, okay. Jetzt würde ich gerne die Granate benutzen. Oh nein, er hat sie einfach fallen gelassen. Nein, weg. Ich laufe noch direkt rüber. Nicht gut. Na gut. Ich wollte sie werfen. L? Nee. Ich habe ein bisschen Angst. Halte R gedrückt. Es ist so schwer zu lesen gerade. Ah, so, siehst du? Das ist aber ein bisschen ungewöhnlich. Ich halte den rechten Stick rein, ja? Und. Ach, komm jetzt! Das, ich hab doch noch nicht mal geworfen! Na gut, okay, jetzt hab ich's verstanden. Okay. Ups, das hat den natürlich jetzt. Aber ist ja kein Problem, ich Vollidiot. Wie war das nochmal so? Guter Wurf. Schön. Mhm. Knapp. Kannst du da rein? Bewegungsmelder. Siehst du die Minen da unten? Da ist ein Dude, da ist ein Freund da unten. Nein, der wird aufgefressen. Guck. Ja, das war ein Fehler. Ich habe mich bewegt, weil ich unten so beschäftigt war, da hinzugucken, was die armen Kerle gemacht haben. Ja. Ah, so geht's. Siehst du? Was ist denn jetzt passiert? Moment. Darf ich das hier nicht? Ach, da ist dieser, ja, siehst du? Diese Maschine. Mhm. Schwing! Ah, schön.
Okay, das war schon mal gut. Weiter zurück. Oh, das war aber knapp. Nee, ich darf mich nur nicht bewegen. Muss quasi einfach stillstehen. Das ist ein bisschen wie Stopptanzen. Super gut. Ach shit, kann ich doch vergessen. Ah, aber warte, ich hab doch... Granate. Hab ich die jetzt nicht mehr? Doch. Aha. Das ist ja praktisch. Das ist jetzt nur ein Steinchen. Nee, nicht, wenn ich da hin wäre. Oh, ich dachte, weißt du, ich dachte, ich kann hinter ihm da so hin. Gefährliche Dinger sind das. Na gut. Ist nicht schlimm, ich wollte erst mal rechts gucken, was hier ist. Ah, siehst du? Aha, die Vögel. Aber da war doch gar keiner. Der Kopf ist geil, ne? Darum. Ja, die Zugköpfe. Ja. Achso, ja. Ja, es sind so. Bringt gar nichts. Da müssen wir uns gleich noch was überlegen, ne? Ah! Ah. Alter. Oh. Au. Ja, okay, ja, aber okay, oben aber ist die Mine. Ich hätte jetzt auch nicht gewusst, wo. War klar. Hey, habt ihr einen Todescounter? Guck mal, die haben einen Todescounter. Siehst du? Haben sie aufgezählt, wie oft wir verreckt sind. Das ist ja aber nett. Das ist aber sehr zuvorkommend von euch. Das finde ich wirklich gut. Das machen wir aber nicht am Donnerstag, okay? Ja, bei der brauchen wir natürlich auf jeden Fall für... Oh. Für Battletoads. Was mache ich denn jetzt? Guck mal, da kann ich gar nichts machen. Vielleicht... ich gleich so einen Stein werfen. Ein bisschen vortasten. Okay, das hat nicht wirklich was gebracht. Wie kann ich das Vieh zum Springen bringen? Ey, das ist doch scheiße, ich hab doch wirklich mich nicht bewegt. Das, die Pose. Oh, siehste? Reicht. Vielleicht. Nee, oder? Kann ich nichts mit anfangen. Hier vielleicht? Nee, auch nicht. Ey, ich hab keine Ahnung, wie es ist. Man hat ja nichts. Ja, genau. Oh. Das ist gut. Einfach durchrennen. Oh, siehst du links? Das war super. Irgendein Text. Isen. Was? Oh, was denn? Diese Lichter heißen. Heisen? Heisenberg. Heisen dir, weisen dir den Weg. Ach so. Ja. Dann zeig doch mal den Weg jetzt. Ja, die, Ja, die können sich zu einem kompletten Satz formen, aber nicht zu einem Pfeil, oder was? Ach, geil, sehen wir, entkommen wir der Fabrik gerade. Immer wieder was Neues, ne? Schon ganz geil. Schleiche. Also visuell richtig schön ins neue Jahrhundert gerettet sozusagen. Gefällt mir. Ist nicht zu hässlich, nicht zu aufwendig. Sieht immer noch genauso aus, so ein bisschen wie man es kennt. Ist dabei aber doch neu. Da gibt's, wenn ich hier chante, gibt's so einen Ärger. Ich will aber so einen Stein hier, den vielleicht. Oh.
Nee? Autsch. Bin ich aber mit dem linken Fuß aufgestanden heute. Danke. Da ist nichts mehr übrig geblieben. Da kannst du eigentlich so einen Fleischabfalltransporter kannst du nehmen. Okay, schleiche. Noch was? Schleiche durch den Dampfnebel. Okay, na gut. Mann, aber was ist denn mit der Mine? Sieht es denn keiner? Das war Glück knapp. Glück gehabt, ja. Das war sehr knapp. Jetzt penn wieder. Du hast nichts gesehen. Sie brauchen seinen Ausweis nicht zu sehen. Er kann passieren. Ich habe versucht stehen zu bleiben. Aber er hat mich durch aber den Nebel. Aber da ist der gesehen. Nebel. In den, ja, ne? Ja. Da müssen wir uns verstecken. In the fog. Ich dachte, vielleicht kann man durchschleichen. Das ist so schön befriedigend, in welche, wie viele Bröckchen die zerplatzen, oder? So ein bisschen. Ich überlege gerade, was knarrt, weil das ist doch Fels. Das kann doch gar nicht quietschen. Die Füße sind es. Er hat so schwammige, quietschende Füße. Oder er hat so Holzsandalen unter den Sohlen. Ja, okay, sehr gut. Super sneaky. Und ja. Yeah, genau so. Oh oh. Haha. Boah, das ist gefährlich. Ah. Okay, jetzt. No. Oh. Aber, hast gesehen, ja. Wird knapp und eng. Der Todescounter findet einen Weg. Hat man den 18, 18, 18. Ja, das ist aber noch gar nichts, ey. Also wirklich, 100 bis tausende Tode sind Menschen gestorben auf dem Weg hier durchs Spiel. Es ist halt so ein bisschen Try and Error, gerade später. Es ist sowas von knifflig. Gerade wenn man alle retten will. Wieso gibt es nicht in der Wirklichkeit so leuchtende blaue Pilze? Die sind wunderschön, guckst du dir an. Oh, fluoreszierende Pilze? Lebewesen gibt das, ja. Okay, Lebewesen, ja. Also gerade Pilze, ich glaube, das sind immer fluoreszierende. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wie geil wäre so ein Wald voll, weißt du? So einfach. Ey! Oh, 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 Mann, aber hast du nicht gesehen? Das war doch. Vielleicht soll ich noch einen Stein werfen oder was? Kein Ding mit dem richtigen Timing. Oh, immer denselben Fehler. Ach nein! 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 Nein. Geduld. Die sind schon sehr dumm, ey. Ja. Gut, weiter. Hier macht mir das echt ein Problem. Okay. Was ist denn hier? Und jetzt weiter. Geh, 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 geh. Nee, ich muss warten auf den anderen. Ich kann ja unten. Achso, du kannst oben noch nicht weiter. Jetzt! Irgendwie. Ja, aber der ist doch schnell. Siehst du doch, der kriegt mich so schnell. Ich muss dem eigentlich. Du musst eigentlich. Hier müsste ich jetzt hinterherlaufen, ja. Du musst sehr knapp hinter ihm landen, ne? Damit du schnell wieder im Nebel bist. Oder jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Nee, scheiße. Oh, fuck. Ja! Oh! Hast du gesehen, siehst du, was er. Also hier siehst du ihn reden. Er redet in Raute, Ausrufezeichen. Er hat das Hashtag erfunden, lange vor euch. Aber es lässt einen auch nicht los. Immer derselbe Fehler. Dum-di-dum-di-dum-di-dum. Jetzt muss ich warten, bis er wiederkommt. Jetzt schaffe ich's. Mhm. Einmal noch. Wir sind bei Tod 20 oder wie viel? 19, glaube ich. Oh, komisches. Ach so. Das sind diese Scanner, ne? Mit dem Geräusch. Kannst dich schon mal runterlassen? Genau. Und jetzt. Ah, was? Alter. Was genau? Jetzt echt das Runterfallen? Ach komm, ey. Ach. 21. Glaub's ja nicht. Oh. Wie oft kann man's falsch machen eigentlich? Na gut, immer ist er wach jetzt. Ich wette, dass ich an der Mine auch noch anders vorbeikommen kann und dann ist er vielleicht am Schlafen und dann ist es vielleicht gar nicht so schwierig. In den Nebel springen, an die Kante springen.
in den Nebel springen könnte natürlich eine Möglichkeit sein, ja. Oh, ich trau mich nicht. Hier, siehst du, jetzt bin ich gerade wieder in dem richtigen Timing. Wenn der eine weg wäre. Blinded by the Nebel. Blinded by the Nebel. Okay, einfach direkt rein. Nee, spring rein. Von oben rein springen, meinte er. Also von der Kante Sprung machen und im Nebel landen. Ich mach's gerne. Ich hab nur das Gefühl, dass der Sprung alleine, du siehst es ja hier vorne immer, dass der schon laut genug ist. Mhm. Oh. Aber dann sind wir ja wahrscheinlich im Nebel und dann sieht er uns eh nicht. Okay. Hoffe ich. Gut. Jetzt ein guter Zeitpunkt. Okay, auch gut. Super gemacht. Nee, jetzt hängt der Alarm, oder? Yay. Ach, nein. Oh. Ja, da kann ich nicht mehr viel machen. Ey, aber siehst du, wie schwer das wird? Es wird immer und immer und immer schwieriger. Ja, geil. Okay, aber es wird schon immer kniffliger. Ey. Kann man nicht mehr, irgendwann kann man gar nichts mehr machen. Oh, hast du das gesehen? Mhm. Ah, er hat mich trotzdem erwischt. Jetzt muss ich das noch mal überlegen. Das kann ja eigentlich nicht so schwer sein. Kann es sein, dass der... Ist er wach jetzt? Nee, er schläft noch, oder? Ich habe ja auch den Nebel. Vielleicht noch. Müssen wir ihn erstmal komplett hier hin noch... Oh, diese Mine. Damit rechnet man doch nicht. Nee, ich muss springen und dann sieht er mich. Okay, jetzt habe ich eine Idee. Ja? Ja, ja. Ich muss springen, dann sieht er mich, dann muss ich... Oh ne, ich kann nicht nach rechts laufen. Das ist ja strange. Oh, vielleicht kann ich von hier aus einfach springen. Nicht dahin. Ja, war leichter als gedacht eigentlich. Alter. Oh, da schläft ein Kumpel. Nee. Nicht? Das ist kein Kumpel. Oh, oh. Ach so, okay, verstehe. 57 ist es. Da bleibt mir kurz noch Zeit. Oh, diesen Safe-Game habe ich noch mitgenommen. Ein Tod noch, da haben wir ihn. Jawohl. Das ging schnell. Kurz noch mal nach links rennen. Sogar. Das schafft man noch. Achtung. Das überlebt er. Ja. Da können wir aufhören. Gucken wir gleich, wie es unten am Ende der Schlucht aussieht. Brav mitgezählt. Ein wundervolles Spiel. Danke fürs Mitzählen. Ja. Wenn es euch gefällt, ist es jeden Cent wert. Ein wundervolles Remake, ein geiles Spiel. Das Original war schon geil. Es hilft einem auch noch ein bisschen, die Welt besser zu verstehen, wenn man will. Man kann es aber auch nur wegen den tollen Explosionen spielen. Kann man machen, wie man will. Ne? Ich finde es nett. Ich bin jetzt ein bisschen hängen geblieben. Ich wollte eigentlich, ja. Ja. Hab einfach. Wollt's eigentlich nach Hause, gell? Ja. Wollt's eigentlich nach Hause. Wir haben nämlich auch schon 12 Uhr. Machen deswegen jetzt Schluss. Ja, super tolles Spiel, habe ich alles schon erzählt. Und wir sehen uns dann natürlich morgen wieder. Morgen gibt es ganz viel Kram bei uns. Und es gibt außerdem auch noch wieder mal so ein Steam-Wundertüten-Ding, wo wir eine Menge Spiele ausprobieren werden. Ich habe allein jetzt 4 Spiele oder so, die ich mir runtergeladen habe, auf meinen Account, wohlgemerkt. Und die ich auch noch ausprobieren werde, die ich euch noch nicht zeigen konnte, holen wir auf jeden Fall nach. In diesem Sinne, schönen Abend noch. Willst du auch noch was sagen? Hat dir gut gefallen, ja? Schön Spiel. Ja. Jetzt hast du ja doch was gesagt. Tschüss.